geht's. Yo, was geht ab, Tudelus? Ich bin irgendein schwarzer Typ vor zwei Bildschirmen. Und ja, heute ist nicht nur Valentinstag, denn heute ist auch Valentinsfreitag. Digga, auf jeden Fall. Der war nicht lustig. Digga, dein erstes, was vor der Kamera passt. So, eine kleine Info zwischendurch. Und zwar sind wir jetzt 25.000 Abos alt. Party every week, party every week, party every week, yeah. Party every week, party every week, yeah. Da wir so viele Leute sind, gibt es natürlich einige. Sorry. Da wir jetzt so viele Leute sind in der Familie, gibt es natürlich noch einige Leute, die die Regel noch nicht kennen. Don't worry, I got you. Follow Friday. Das ist der Tag, wo ich eure Bilder poste, reposte vor allem. Und alles, was du dann dazu tun müsst, um einfach hier Repost zu bekommen, ist einfach ein cooles Bild zu posten und Hashtag Erdnussbutter hinzuzufügen und mich zu markieren. Ich kann aber nicht ernst bleiben. Also nochmal, einfach ein Bild posten, Hashtag Erdnussbutter hinzufügen und mich markieren und ich wähle da eins von diesen ganzen Bildern aus und poste die immer freitags. Dann gibt's noch eine andere Sache, die ich, wie ich gerade merke, vor lange nicht mehr gemacht habe. Und zwar, wenn du einen Kommentar postest mit Erdnussbutter:Frage, werde ich sie selbstverfreilich beantworten. Irgendwann. Auch wenn es ein paar Monate her ist. Aber egal. So, genug Bürokratie. Ich würde mal sagen, wir kommen zum Gewinner. Und der Gewinner vom heutigen Fall of Friday ist... Picture that, picture this, picture it, click, click, picture that. Herzlichen Glückwunsch, Naima Bad Gang Inc. Also Naima, du bist heute offiziell mein Valentine's Girl. All that love we share together. Apropos Valentine's Day, am heutigen Tage werden 73,38% aller Beziehungen scheitern. Aber nicht unsere Naima, nein Naima, wir bleiben, okay? Naima. Love. All diese Beziehungen scheitern, weil Männer auf ihre Freunde hören und weil Frauen auf ihre Freundinnen hören. Und das sieht dann so aus. Yo, weißt du, was ich meiner Freundin zum Valentinstag geben kann? Ey yo, schenk ihr einfach eine Jabberwockies-Maske. Eine Jabberwockies-Maske? Wo soll ich jetzt so eine scheiß Maske herholen? So, das waren meine Gedanken zum Valentinstag. Was denkt ihr darüber? Nice oder scheiß? Haut es in die Kommentare. Und ja, das war's auch schon gewesen. Nein, war's auch nicht. Denn ich würde auch gerne hier virtuelle Liebe verschenken. Und alles, was du dazu tun musst, ist einfach nur ein Bild zu posten mit einem geliebten Objekt von dir, mich markieren und Hashtag Valentine's Wort hinzufügen. Und ich werde jedes einzelne Bild mit einem Herzchen versehen und es liken. Oh ja, ich werde es tun. Warte, pass auf. Ich hole mein Handy raus. Tu's. Tu's. Instagram ist schon geöffnet. Ich warte. So Leute, ich bin gespannt auf eure Bilder und das war's auch schon von mir gewesen. Und ja, ich würde mal sagen, ich hau ab. Vielen Dank fürs Zuschauen und ja, Musik an! All that love.